Weiter geht's. Weiter geht's. Gerade erfrischt mit einem Schlückchen Mineralwasser. Peri-Dingskirchen. Nee, Bad Meinberger. Darf man sowas sagen? Ist das Schleichwerbung? Nein, wir zumindest kein Geld dafür. Wir dürfen das. Wir dürfen alles. Oh! Hey. Oh! Der kam von der Decke gesprungen. Ja, den hätte die Zeit, die er anmarschiert ist, genutzt, um ihn fest zu dingsen zu wurzeln. Ja. Warte mal, vielleicht kann ich ihn einschläfern. Ja. Wenn ich jetzt ein Stück zurückgehe, dann müsste ich den ja auch... Nee, bleib einfach so. Geh nicht noch zurück, sonst holst du noch von hinten welche ran. Ja, ich verlasse mich da voll auf dich. Ja, das ist... Das nicht unproblematisch. Batman soll's. Aber ich glaube, der war sowieso vergiftet. Das hätte gar nichts genutzt, wenn du den festwurzelst. Mit dem nächsten Tick vom Dot wäre er, glaube ich, wieder raus aus dem... Mussten wir zumindest so lange warten, bis der Dot abgelaufen ist. Jetzt kommt eine Spinne. Wenn nicht zufälligerweise wieder einer von der Decke fällt. Die Folge geht ja gut los. Oh, gut. Ich wollte dir mal eine kleine Aufgabe stellen. Jetzt sagst du, ich gehe AFK. Das wäre eine Aufgabe. Aber ich glaube, jetzt habe ich's. Ja, jetzt habe ich's auf jeden Fall. Selbst wenn du nicht heilen würdest. Und jetzt kommt so eine Serie. 5-mal Miss und nichts Vernünftiges gedroppt. Aber 77 Silber. Also die geben jetzt inzwischen schon fast ein Gold pro Mob. Ja, ich habe jetzt mittlerweile auch schon 18 Gold gekriegt. Ich hatte vorhin irgendwas mit 800, aber ich weiß nicht mehr was. Also vorhin vor 2 Folgen, Freunde. Ja, ich hatte glaube ich 5 Gold und habe jetzt 23. Ich habe insgesamt 830 Gold, 93 Silber und 49 Kupfer. Oh, ich habe ein Platin, 23 Gold, 93 Silber. Ha? Stimmt, ich glaube, das hast du in irgendeiner der letzten Folgen bis über das Platin gekommen, ne? Du Gauner. Warum bist du so reich? Ja, habe ich doch gesagt, dass ich mit einem Platin habe. Ich dachte, ich bin reich. Ja, Heilung kostet Geld, du weißt. Medizin ist da. Die Rechnung schickt der Marburger Bund. Ich renne mir aber auch hier die Seele aus dem Hals. Ja, und deine Stiefelabnutzung. Muss ja irgendwie honoriert werden, ne? Auf jeden Fall. Du zauberst ja auch wie verrückt. Aber mehr als. Super, den Hammer. Schade, dass YouTube es nicht zulässt, dass man hier noch Musik beimacht. Ja, das Spiel keine Background-Musik? Ja doch, das Spiel hat auch Musik und... Ich glaube unter anderem anhand der Musik kann YouTube auch entscheiden, dass das hier Dark Age of Camelot ist und dass EA das Copyright hat und bla bla bla. Aber EA ist da ja großzügig und sagt, ihr dürft das ruhig auf YouTube zeigen. Ihr dürft da, glaube ich, sogar Geld mit verdienen, wobei ich Monetarisierung habe ich, glaube ich, ausgeschaltet bei so gut wie allen Videos oder bei allen Videos. Auch um einfach zu vermeiden, dass es doch irgendwelche Content-Hits oder sowas gibt.
Weil wir haben ja nicht irgendwie eine offizielle Vereinbarung mit EA, dass wir mit deren Spiele quasi Geld verdienen könnten. Und solange das aufgrund der Viewerzahlen auch nicht wirklich interessant ist, schalte ich das gar nicht erst ein. Also, Reichtum schadet nur. Ja, das verdirbt den Charakter. Da brauchen wir, ist keiner? Da ganz hinten sind welche, hier in diesem Raum. Ja, da, die habe ich schon gesichtet. Dieser Raum ist ein Traum. Man glaubt es kaum. Falderie und Faldera. Die dumme Hayopsasa. Wenn ich mir meinen Schreibtisch angucke, müsste ich auch mal wieder aufräumen. Überall stapeln sich Bücher, Unterlagen, Papiere, Zettel, Briefe. Ich weiß gar nicht, wie weit ich hier nach vorne gehen darf. Kann ohne... Du machst da interessante Experimente, muss ich dir sagen. Ja. Ja. Also noch weiter würde ich aber beim besten Willen nicht gehen. Ja, wenn du den Bolzen... Nimm doch den Bolzenbrause, der fliegt doch viel weiter. Dann musst du auch nicht so weit dahin laufen. Okay. Brause. Ja, ja, ist alles okay. Es war nur so irgendwie so still auf einmal. Nein, ja, na, weil ich hier hochkonzentriert arbeite. Ach so. Also Profis bei der Arbeit ist wie beim Busfahren, während der Fahrt nicht mit dem Busfahrer reden. Ja, so ungefähr. Während der Aufnahme nicht mit den Let's Playern reden. Schlecht. Gott, dann... Urgestein, du. Ja, so riesenweit ist der Unterschied nicht, aber ich kann ja mal versuchen... Weil die spawnen, wenn jemand spawnt, dann spawnt er hier vorne an der Ecke, ne? Ja. Ich hab den Finger schon auf dem Instant. Das ist schon ein Unterschied, ne? Also... 1500 oder 1875. Ja, das sind nämlich genau 375 Unterschied. Der ist schon ganz schön kaputt, wenn er hier ankommt. Ja, ich meine, du kannst ja auch beides machen. Du schmeißt erst den Bolzen und wenn er dann in die Reichweite des Dots gelaufen ist, dann schmeißt du den Dot hinterher. Ja, ja, gut. Unten war auch wieder einer respawned, so ein roter in Rauden. Oh ja, und dann schmeiße ich jetzt auch einen Bolzen an den Ball. Rauden Ulf. Ja, dann muss ich wieder springen, wa? Ja, genau, so funktioniert das. Hopp. Pass auf, zu zwei Zeitpunkten guckt das Spiel, ob du Sichtkontakt hast. Das erste Mal, wenn du anfängst zu zaubern, und das zweite Mal, wenn du fertig bist mit Zaubern. Und zu beiden Momenten brauchst du Sichtkontakt. Was dazwischen passiert, ist egal. Also du springst hoch, zauberst, und dann, wenn du fast fertig bist, springst du nochmal. Oder du springst einfach die ganze Zeit, das kannst du auch versuchen. Siehst du? Oder ich renne immer später weg. Aber wenn wir den umhauen, dann habe ich noch einen Blubber. Ja, ist bei mir genauso. Wie kriegen wir den Pro-Mob? Ich habe noch gar nicht geguckt. Ja, ungefähr so ein Kügelchen, also quasi 0,1. Hat nicht ganz geklappt. Mach mal ein Öfchen an. Oh, schon wieder aus. Na sowas. Wie die Zeit vergeht.
Kinder wie das Holz verbrennt, heißt das nicht, wie die Zeit vergeht? Oh, weißt du was, Brause? Weißt du was? Hohohoho. Ich habe wieder einen Platz frei im Inventar. Hey. Also einen zusätzlichen. Weil ich habe ein Zuna-Kästchen aufgebraucht. Und da sind immer irgendwie, ich glaube, 4 Benutzungen oder sowas drin. Das war jetzt das 4. Feuer. Glaube ich. Steht das da irgendwo drauf eigentlich? Wie viele da? Nicht Feuer 4. Ne, kommt überhaupt keine Info. Hau mal ordentlich zu, ich bin nämlich schon mit dem Finger auf dem Bolzen. Jo, fertig. Mir ist gerade eingefallen, wir sind jetzt Level 39, das heißt, nächste Level Up sind wir Level 40. Ab da gibt es ja die Mini-Ups. Jedes halbe Level gibt es ja nochmal Punkte. Hey. Und das ist auch bitter nötig, weil das zieht sich zum Ende hin. Ja, das ich weiß noch, wie das damals beim Leveln war, wenn man irgendwie 5 Gegner umgehauen hat, damit der Balken sich überhaupt einen Pixel weit bewegt. Oh, furchtbar. Am Anfang macht man irgendwie am Abend, keine Ahnung, boah, ich habe 5 Level heute gemacht. Jo. Später sagst du dann, boah, ich habe 0,5 Level heute gemacht. Das war ein erfolgreicher Abend. Das ist ja jetzt bei Archeage auch, da bin ich auch in dem Bereich, dass ich, ne, für ein Level im Monat 2 brauche, ne? Das ist übel. Das ist übel. Aber es kommt auch davon, weil du so wenig Zeit hast zu spielen. Nur daran liegt es. Was geben dann die Gelben? Ich halte mal den Mauszeiger genau an die richtige Stelle. Ups. Ja, ungefähr so viel. Von hier nach hier. Das ist weniger als ein so ein Kügelchen. Ein Bubble. Ein Blubberbläschen. Aber die Ohren müssen ja quasi Cap-XP geben, oder? Zumindest nah dran. ...14,0242 Millionen irgendwas. 19,893. Warum kriegst du... Hä? Und 2.600.000 Erfahrungspunkte. Moment, nochmal langsam, Brause. Bei dir steht 13 Millionen irgendwas? 13.893.631. Bei mir stehen 14 Millionen. Haben sie jetzt doch wieder, dass irgendwie der Gruppenleader mehr XP kriegt? Dann mache ich dich eben... Weil ich erinnere mich, dass wir letztens nachgeschaut haben und haben wir beide mal gleich viel bekommen. Ja, und da steht dann eben diese 13 Millionen, da steht plus 786.431 Lagerbonus plus 2.621.440 Gruppenbonus. Den Gruppenbonus habe ich identisch, aber der Lagerbonus war bei mir, glaube ich, nochmal anders als bei dir. Aber hol mal den nächsten, ich habe dich jetzt zum Leader gemacht, da müsstest du jetzt eigentlich mehr Erfahrungspunkte kriegen. Ja, das Leben ist ungerecht. Besonders zu so kleinen Kobolden. So, der hat mir 10.728.071 Erfahrungspunkte gegeben. Ja, nur ich habe 827, nicht 728. Ja, kriegst du tatsächlich jetzt ein bisschen mehr. Gut, dann holst du jetzt... 10 Millionen... 10.728. Soll ich mal einen roten holen? Ja, wenn du da gerade einen hast, dann hol einen roten. Aber ich krieg noch nicht. Da muss noch ein Schritt... Kriegen immer noch nicht.
Geh noch einen Schritt vor. Und oder hüpf. Auf einem Bein stehend. Linke Hand ausgestreckt, rechte an die Nase. Ich habe das Gefühl, du willst mich verscheißern. Ich nie im Leben. Brause, was denkst du von mir? Jetzt habe ich ihn erwischt. Ja, du musst auch, du musst weiterhüpfen. Du hast ihn nicht erwischt. Doch, du hast aber ihn erwischt. Kommt. Ach, du hast ihn erwischt. Okay. Das sah bei mir anders aus. Knüppelharter Kerl ist das. Auf, dass dir gleich das Mana ausgeht oder so. Weil nee, du stehst ja im Feuer. Sollte eigentlich nicht passieren. Aber macht sich schon bemerkbar, doch. So, jetzt habe ich 17.013.145. Da habe ich etwas mehr. 17.157.000. Okay. Nehmen wir es einfach so hin. Nehmen wir es so hin. Wäre noch interessant zu wissen, ob quasi nur der Gruppenanführer einen Bonus bekommt. Oder ob quasi die Plätze 1 bis 8 immer weniger Erfahrungspunkte kriegen. Das wäre ja kacke. Und ich kenne das vom Originalspiel auch nicht, dass das irgendwie so war. Da hat der Gruppenführer nicht mehr. Da haben alle immer exakt gleich viele bekommen. Oh. Vielleicht kriegen ältere Herren um den Jahresrabatt oder so. Ja, ist ja schon abhängig davon, wer Gruppenführer ist und wer nicht. Der Bossbonus. Aber so oder so noch 1, 2, 3, 1,5 Böbbelkes und dann habe ich Level Up. Ja. Du brauchst noch ein bisschen mehr? Ja, ich brauch 1, 2, 3, 4 und etwas. 4 und etwas. Ja, das kriegen wir, glaube ich, nicht mehr hin, in der kurzen Zeit den Vorsprung aufzuholen. Aber mir fällt auch gerade was ein. Ich war doch einmal gestorben. Das heißt, ich habe sowieso hinterhergehinkt und deswegen habe ich jetzt überhaupt aufgeholt. Glaube ich zumindest. Oh. Und nochmal pariert. Komm. Und nochmal. After Perry. Bumm, tot. Was sagt das Gepäck? Oh, mein Gepäck ist voll. Ich schmeiß einen Perido, glaube ich, weg. Komm, weg. Kann ich? Ja, pull schon. Kann schon pullen. Ich mach das hier so multitasking-mäßig. Road kommt. Road. Der Raude Wolf. Krieg was im Kopf. Ich mach mal für dich ein bisschen den Sound, weil du hörst ja nichts. Also. Das war dein Zauberheilung-Ding. Also. Aber hier ein paar Oras hier, das hat ja, ja gut geklappt. Du müsstest ja bei dir jetzt jeden Augenblick. Also ich glaube bei einem Ora jetzt, dann hätte ich
Level ab oder fast. Ah, ich hab den Sound vergessen. Also. Also, das war der Zahnarzt, ne? Machen die Max? Der quiekt immer so. Also der jault sowieso nur so. Die ja, das Schweinchen, sieht, was ich mache, ne? Aber ich meine. Das jault, sieht man ihm an. Ja, das ist also. Ja, das ist auch für. Ein Blubber habe ich, glaube ich, noch. Ein Blubber. Ja, ich habe so einen halben. Winsel! Jaul! Soll ich jetzt sagen, warum ich bei mir den Sound abgestellt habe? Ui! Na. Ui! Level 40, jetzt bin ich Imba. Hurra, hurra. Ja, ich habe auch noch einen halben, sagen wir mal. Ja, zwei Stück. Oder ein Ohr. Zwei Stück. Puh. Ah, Entschuldigung, ich soll das ja nicht mehr. Ich habe ja schon den Vorteil, dass ich... Hey! Dass ich so eine leichte, gewisserweise, ne, eine Hörbehinderung habe. Das heißt, stocktaub. Warte mal, Brause, bevor du jetzt weiter pulst, guck erstmal, ob du einen neuen Zauber hast. Guck mal, mach deine Zauber auf. Und dann scrollst du runter, bis da irgendwo auf der rechten Seite eine Nummer 40 steht. Na, guck ich mal, ob ich. Rechten Seite eine Nummer 40. Da habe ich schon mal keine neue. Ja, du hast ja so viele Linien. Da habe ich auch keine neuen. Sprich 3. Also ich befürchte, ich habe keinen neuen. Gibt's nichts auf Level 40, das ist ja traurig. Weder in Mending noch in Augmentation. Da ist immer noch 38 das letzte. Ich würde sagen, übrigens, in der nächsten Folge wechseln wir dann unseren Standort. Was sagst du? Ja. Okay. Wir müssen jetzt auch Cut machen. Also sage ich dann mal Cut.